Hi, wir sind die Bezahlmigilis und ich bin der Johannes und herzlich willkommen bei uns in unserer ersten gemeinsamen neuen Wohnung. Ich habe ja gar nichts gesagt. Du könntest ja erzählen, du jetzt kennengelernt haben. Du erzählst immer so schön. Johannes und ich haben uns bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Ja, und nachdem alles vorbei war, haben wir uns erst lieben gelernt. Ja, genau, richtig schön gesagt, eigentlich. Weil Jelis und ich haben eigentlich in der Sendung, haben wir uns irgendwann mal so gefriendzoned. Ob ich jetzt schuld war oder sie schuld war, da diskutieren wir immer drüber. Du warst schuld. Natürlich, im Zweifel war der Mann schuld, weil der Mann den ersten Schritt machen sollte. Und ja, dann flog zuerst Jelis aus der Sendung. Weil Johannes mir keine Rose gegeben hat. Man sagt, ich sei daran schuld. Aber das Karma ist schneller, als er gucken kann. 3 Tage später war er nämlich auch draußen. Und dann hat mir die bezaubernde Jelis einfach eine SMS schon so geschrieben gehabt. Ich wach morgens auf in Koh Samui und war noch so ein bisschen, konnte sie gar nicht glauben, dass ich wirklich rausgeflogen bin und war noch so genervt. Und dann bekomme ich die Nachricht von Jelis: Hey, wie geht's dir? Ich habe gehört, du bist rausgeflogen. Stimmt gar nicht. Ich habe nur geschrieben, ist alles okay. Ja, also trotzdem hat sie sich halt ihr mal wichtig, wie es mir geht. Wir haben sofort dann telefoniert und dann, ich liebe gerade meine Mutter, ja, dann habe ich. Da habe ich damals Jelis einfach zu mir am Bodensee eingeladen und gesagt, okay, ich war schon mal am Bodensee. Sie so, nein. Ich gesagt, dann hast du was verpasst. Und dann kam die wirklich. Das hätte ich nie gedacht. Und dann blieb sie eigentlich auch. Ja, dann ist er mich nie mehr losgeworden. Und jetzt sind wir in unserer gemeinsamen Wohnung. Ja. So, weil so als wir eingezogen sind, hatten wir eigentlich ausgemacht, dass Jelis ziemlich viel Interieurgestaltung die Hosen anhat. Am Ende hat Johannes wieder gewonnen. Hey, du sagst es so, als wenn ich dich überreden hätte müssen. Ja, so war das. Aber es ist jetzt nicht schlecht geworden, oder? Nee, ich bin zufrieden. Und Jelis hat alle ihre Kuschelutensilien bekommen, von der Kuscheldecke über die Kuschelkissen, über den pinken Sessel. Also eigentlich haben wir alle Prinzessinnenwünsche berücksichtigt. Und trotzdem auch meinen Wunsch von einer cleanen Wohnung mit viel Weiß, dunkelgrau. Auch einbauen können. Johannes braucht definitiv länger im Badezimmer als ich. Er stylt immer noch seine Haare. Ich schminke mich zwar, aber das geht ganz schnell. Und ja, ich muss eigentlich immer auf ihn warten. Was die Outfits angeht, da brauche ich immer ein bisschen länger. Johannes weiß immer dann schon ganz genau, was er anziehen möchte. Also er braucht im Badezimmer länger und ich im Ankleidezimmer. Also bei uns im Haushalt, da können wir eigentlich beide gut kochen. Wenn es so schnell und lecker sein soll, dann kocht es Jelis und wenn es besonders schön sein soll, dann mache ich's. Aber Jelis kocht eigentlich auch voll schön. Also am meisten Spaß muss eigentlich zusammen kochen. Tschüss! Ciao, tschüss, dass du da warst. Thanks for playing. Was? Thanks for playing. Das sind doch echt fertig mit dem Spruch. Nochmal zusammenreißen jetzt. Okay, also. Ciao, tschüss. Schön, dass du da warst.